Willkommen am Kanal von Gamer Tim Drake. Es geht weiter mit dem Abenteuer von Kingdom Hearts 3. Wir sind immer noch in Theben, haben gerade die Schatzkiste geöffnet und haben auch die Karte, dass wir uns ein bisschen besser zurechtfinden können in Theben selbst. Und es gilt ja, wir hatten zuletzt ja ein kleines Mädchen gerettet und anscheinend gibt es durch den Angriff von Hades mehrere Bewohner, die unsere Hilfe benötigen und die gilt es jetzt erstmal zu suchen. So, wieder ein paar Herzlose. Wieder die Feuerherzlosen, die wir ganz gut bekämpfen können mit unserer Magie Wasser. Und Donald und Goofy helfen natürlich tödlich mit. So, nächste Stufe oben links 82. So, mit der Magie Wasser sind die Herzlosen, die Feuerherzlosen recht schnell gelöscht. Okay. Unsere Energie ist jetzt wieder da. Ah, der schwirrt so ein bisschen durch die Gegend. Der Schlattermann. So, Magie gestiegen gerade von Donald. Er ist jetzt Stufe 3. Goofy aufgestiegen, Magie gestiegen, Angriff gestiegen, auch Stufe 3. Wir erhalten wieder einen Pyrosplitter für das Erledigen des Feuerherzlosen. Tropfen kriegen wir noch, einen Pyrotropfen. Den wir später sicherlich zum Aufrüsten benötigen werden. Die drei Gegner sind noch übrig. Ich bin jetzt auch Stufe 3. Angriff gestiegen, Charmeur. Und der letzte Herzlose ist auch dahin. Ouch! Ja, Messerschere, Feuerlicht, ne? Dürfen kleine Kinder nicht. Ah, Goofy hat da hier so ein Superschild. Fellas, I just got a crazy idea. The shield. Der Schild. Genau. So, Teamangriffe. Während deines Abenteuers rufen Soras Freunde nämlich manchmal Teamangriffe hervor. Und sofern wir nämlich denn vor einer Aktion stehen, gibt es so ein Kooperations-Item, also auch wieder mit Dreieck. Und wir können nämlich dann gleich auf dem Schild nämlich reiten. Bevor wir das allerdings tun, werden wir hier nochmal sämtliche Kisten einmal durchstöbern, die wir nochmal kaputt machen können. Wir haben gerade nämlich schon gesehen, was wir auch bekommen haben, waren Zutaten. Die brauchen wir später nämlich natürlich auch. So, Taler erhalten, 4 Stück. Von dort oben kommen wir. So, und da war ja, wie gesagt, gerade die Zutat drin, wo ich gerade drauf gehauen habe. So. Ja, wir sehen uns im Feuer. Und jetzt sehen wir oben, links wurde angezeigt, Achtung, Trio. Trio-Rodel, da können wir auf Goofy-Schild locker durch die Lava skaten und uns passiert nichts. Das ist eine Kiste. Auch noch eine Schatzkiste. Die nehmen wir natürlich mit. Potion erhalten, oder Potion, Potion ist glaube ich besser, ne? Und da ist nichts. Einmal schön die Augen aufhalten, ob wir irgendwas übersehen. Und hier sind wir rübergesprungen. Springen. Kisten kaputt machen. Und das ist da. Wir schon gesehen, auch eine Schatzkiste. Herzlosen sind erledigt. Nächste Schatzkiste öffnen. Plus erhalten. Und da sind die nächsten zwei Dorfbewohner, die wir beschützen können. So, bei den Herzlosen ist es eigentlich egal. Ich glaube, die sind gegen Wasser auch. Feuermagie. Können die beides, glaube ich, ganz gut gebrauchen, dass wir die schnell erledigen. Oh, die Helme auf dem Kopf, die sehen ganz lustig aus, ne?
Also finde ich zumindest. Na gut, Magie ist erstmal ausgeschöpft. Dann greifen wir mit unserem magischen Schlüsselschwert weiter an. Zur Raketentanz? Erhalten Donnersplitter. Ja, manchmal, wenn die Leiste gefüllt ist, sieht man dann wieder links, dass man mit Dreieck halt eine Sonderaktion ausführen kann. Da ist jetzt in dem Trio, also mit Donald und Goofy. Oder eventuell mit einem weiteren Disney-Helm, der uns dann zur Verfügung steht. Das ist aktuell nicht der Fall. Oder dass wir halt später, das sieht man jetzt auch bald, eine große Attraktion, Disney-Attraktion freischalten können. Da sind wir aber noch nicht. Wir müssen wieder die Umgebung begutachten. Ein paar Sachen, die wir kaputt machen können. Und wir reden mal mit den Dorfbewohnern. Immer noch nicht eingeschlossen. Als Belohnung kriegen wir wieder Potion, eine Portion. Hinten noch mal kurz absuchen. Gibt es da noch irgendwas, was wir übersehen haben? Und noch ein paar Krüge. Ich glaube, da hatten wir alles abgegrast gehabt. Mal vorsichtshalber einmal noch mal gucken. Da ist nichts. Und da ist noch eine Schatzkiste. Ether. Entschuldigung. Und von da kommen wir her. Da mal kurz hochgucken. Da waren wir ja. Da sind wir von diesem Schild hochgesprungen. Da war ja auch eine Schatzkiste versteckt. Lava wieder. So, nutzen wir wieder natürlich gleich die Trio-Rodel. Also das Super-Goofy-Schild. Und skaten eine Runde einmal lang. Trifft nochmal nach ganz links ab den Weg. Ein paar Krüge wieder. Umdrehen. Ist nix. Und da ist noch eine Schatzkiste. Schildgürtel erhalten. Können wir uns nachher gleich mal mit aufrüsten. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind. Wieder links abgebogen, also. Gehen wir jetzt rechts ab. Und da sehen wir die Angriffe von Hades, die zerstören echt die ganze Stadt Hades, die ganze Stadt Themen. If there's anybody else stuck out here, we better find them fast. Mal gucken, ob wir noch Bürger retten können. Jetzt sind wir schon in den Gärten von Theben. Ja, wieder ein paar Objekte zum Zerstören. Und da ist ein Dorfbewohner, den wir beschützen können. Fenstersplitter erhalten. Noch ein. Objekte nehmen wir alle mit. So, erhalten nämlich eine Zitrone und noch eine Zitrone. Das sind nämlich Zutaten, wir später brauchen und den guten Sellerie. Oh, Belohnung High Potion erhalten vom Bürger diesmal. Dafür, dass wir ihn gerettet haben. Und gehen wir weiter die Gärten herunter. Mal ein bisschen gucken, ob wir irgendwas übersehen. Ah, da gibt es anscheinend nichts mehr. Da ist ein Speicherpunkt. Unsere Vitalität einmal auffüllen. Und noch die von unseren Weggefährten Goofy und Donald. Oh, was ist das? Ein Steinpilz. Und noch ein Steinpilz. So, ist hier irgendwas? Negativ. Eine Harfe, da können wir mal drauf rumhauen. Und noch ein paar Taler, okay. So, dann gehen wir weiter runter. Eine Holde Maid. These hotheads out.
Hang on up there! Huh? Who are you three? Where is Hercules? Die scheint ein bisschen enttäuscht zu sein, dass wir halt nicht Hercules sind oder so aussehen wie Hercules, aber befreien tun wir sie natürlich trotzdem. Auch wieder die Feuerherzdose, die kennen wir ja jetzt schon. Wasser hilft da ganz gut, um den Brand zu löschen. So, Goofy Bomber. Oh, das hat er ordentlich geschafft. Oh, einer drunter, glaube ich, noch rum. Genau, da hinten ist er. Den armen Donald gerade getroffen. Und auch die Gegnergruppe ist erledigt. Mal gucken, ob die sich jetzt trotzdem noch bei uns bedankt, obwohl wir nicht Hercules sind. Thank you. You're so kind. Keep training and one day you'll be great heroes just like Hercules. Genau. Wo kriegen wir da irgendwas für? Keep training. Is it that obvious? Die anderen Bürger haben uns ja immer die Potion oder High Potion gegeben. I think we all have a ways to go, but we'll get there together. Ja, da, von der haben wir glaube ich nichts gekriegt. So, geradeaus wird's weitergehen. Dann drehen wir uns mal ein bisschen um. Gucken nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Vielleicht einen Steinpilz oder Sellerie. Ist nicht der Fall. So, hier ist eine Statue. Und wenn die schon so anmarkiert ist, nehmen wir doch mal gleich die Achillesferse und siehe da. Die Statue stürzt die Mauer ein. Ein verborgener Raum. Was ist da drin? Eine Schatzkiste. Einen magischen Ring haben wir. Aber darunter geht gern. Und Hades gibt da richtig Gas. Immer so ein bisschen Angst, dass ich irgendwas übersehe, wenn ich zu schnell vorbeilaufe. Rosmarin. Wozu das gut ist, dass sie mir später noch melden, haben wir gerade. Jetzt sind wir schon bei der Hauptstraße angekommen. Ein bisschen abbremsen. Ausrüstung. Zauber. Und Schildgürtel. Ändern wir gehabt. Und einen magischen Ring, den rüsten wir gleich aus. Dann können wir mal gucken. Der Potion kriegt er einmal. Ein Allheilmittel. So, Donald soll auch was kriegen. Da hat er seinen Zauberstab. Kann auch ein Item kriegen. Eine Potion und einmal ein High Potion. Und der alte Goofy mit seinem Ritterschild kriegt einmal. Ja, nee, das ist leer. Kriegt nochmal den Äther. So, hier ist nix. Wir sehen eine links eine blinkende, leuchtende Wand. Die können wir dann wieder mit dem linken Analogstick hochrennen oder zur Seite rennen. Rennen wir mal hoch. Ja, die Kugel, die bewegen sich. Und was sehen wir da hinten? Da ist wieder eine Schatzkiste. Die holen wir uns natürlich gleich. Und nebenbei ein Schlückchen Tee. Mega Potion erhalten. Ah, Donald ist Stufe 4. Freudensplitter haben wir ihm gerade gekriegt, wo aufgepasst hat. Kannst du den Raketentanz ausführen. Da schaffst du mal ganz gut was weg am Anfang. Goofy Tropfen. Wir sind dann auch gleich durch. Aber die ist gerade leer. So, Goofy ist jetzt auch Stufe 4. Und dann haben wir da alles weggefegt. Die Schatzkiste haben wir uns geholt. Kurz ein paar Krügel nochmal hier kaputt hauen. Ein paar Taler eventuell einsammeln. Genau, 3 Stück an der Zahl. Ja, nochmal ein paar Taler. Da hinten warten schon die ersten Gegner auf uns. Die haben wir gerade schon gesehen. Rindfleisch haben wir gekriegt.
Nochmal Rindfleisch. Und endlich mal wieder ein paar Herzlose und die nächsten zwei Bürger, die wir beschützen können. Abwechseln, mal lieber Feuerenergie, mal Wasserenergie. Der ist auch Stufe 4. Nachgezogen, Goofy und Donald waren ja zuerst. Jetzt können wir ein paar Feuerherzlose wieder mit Wasser erledigen. Halt einen Donnersplitter. Zwei haben wir, glaube ich, noch, ne? Hat noch einer übrig. Das müsste eigentlich der letzte gewesen sein hier. Nee. Doch. So, Potion wieder erhalten. Die war wieder ein bisschen dankbarer als die letzte, die wir gerettet haben. Gucken, was da hinten einmal ist. Krüge. Das war's. Aber wir nehmen wirklich jedes einzelne Objekt mit, weil wir ja noch nicht wissen, wie wichtig das ist. Oder beziehungsweise nachher im Spiel nicht so viele Probleme haben. So Kalbfleisch haben wir gekriegt oder nur Rindfleisch. Aber zu, dass alles gut ist, das wird sicherlich später nochmal aufgelöst. Alles nehmen, was wir kriegen. Und auch wieder zwei Bürger, die wir beschützen können. Fenstertropfen gekriegt. So, mit den Gegnerhorn kommen wir bisher nicht ganz gut klar. Kommen wir ganz gut durch. Wir nutzen immer, wir sind ja schließlich auch Magier, haben uns ja am Anfang unseren Charakter so zusammengestellt, dass wir die Magie gewählt haben. Das nutzen wir natürlich auch recht häufig, sei es jetzt aktuell die Feuermagie oder auch die Wassermagie. Und die sollten uns nicht lange aufhalten. Eine Goofy-Bombe hätten wir jetzt wieder freigeschaltet. Nutzen wir auch gleich. Puh. Ja, Magie ist leer, ich hab's verstanden. Ja, gut. Ah, können wir mit den Bürgern reden? Gleich mal gucken. Ich denke schon. Oh, Ether bekommen. Die sind auch gerettet. Ah, ist da noch was, was wir übersehen haben? Genau. Und halt für unsere Trio-Rodel. Ja, mal rechts lang gehen. Okay, oder auch nicht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Also nochmal Trio-Rodel ausrüsten. Gibt. Rechts abdriften. Kiste. Ach, schwarzer Trüffel. Und siehe da, eine Schatzkiste. Ether. Nelken. Petersilie. Haben wir schon einige Zutaten gesammelt, ne? Jetzt können wir hier weiter lang. Links haben wir ja gerade die Schatzkiste geholt und auch die weiteren Zutaten.
Na, zurück wollen wir nicht, wir wollen ja nach vorne. Gesehen haben wir, meine ich, bisher nichts. Oh, jetzt haben wir den nächsten Gegner mit Fernwaffen, mit Bögen. Ach, schöne Mützen haben die auf, ne? Ja, so ein bisschen an die Schlümpfe. Bösen Schlümpfe. Schwarze Schlümpfe. Goofy-Bomber brauchen wir jetzt nicht. Ist ja keiner mehr da. Und da können wir, glaube ich, nicht lang. Nee. Oh, da brennt die Heide. Und Hercules, voller Muskelkraft, schützt er die letzten Bewohner. You take them. We need to save these people. Aber selbstverständlich. Herc, can you hold the building? No problem. Donald, na, sieht aber Goofy, nicht anders aus, ne? We gotta do this quick. So, müssen uns beeilen. Hochmagie. Wenn du Gegner mit Magieschaden zufügst, füllt sich nach und nach eine Leiste mit deinem Kommandomenü. Selbe Magie auf einer höheren Stufe verfügbar. Dies nennt sich Hochmagie. Formänderung. Formänderungskommando, drücke Dreieck, um das Kommando auszulösen. Abschlussangriffe ausführen, indem du auf Dreieck drückst. Formänderung ist vorbei, sobald du den Abschlussangriff ausgeführt hast, beziehungsweise eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. So, wir haben knapp 3 Minuten Zeit, um all die Gegnerhorden zu erledigen. Ne, steht ja auch da, besiege alle Herzbögen, bevor das Gebäude einstürzt. Da geben wir jetzt unser Bestes mit unserer ganzen Kraft, unserer Wassermagie. Da eben gerade mit Wasser A. Hochmagie. Zweite Form können wir ausgehen. Machen wir auch. Angriffe sind dann stärker. Betäubungsschlag. So, und auch hier wieder empfiehlt es sich halt, die Gegner so anzuvisieren, dass halt ein blauer Kreis entsteht, dass wir halt nicht aus Versehen uns auf den anderen Gegner konzentrieren. Feuer. So, ein Drittel der Zeit ist um. Wenn ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten habt mit dem Dreieck, könnt ihr übrigens mit L2 könnt ihr dann auch die einzelnen Attacken auch noch ändern. So, Donald ist gerade aufgestiegen, jetzt ist auf Stufe 5. Seine Magie ist gestiegen. Und gleich bricht auch das letzte Drittel unserer Zeit an. Goofy ist auch Stufe 5. Eine Minute noch. Gucken, ob wir es schaffen, bevor es wieder einstürzt. Und das war's. Haben wir sogar noch Restzeit, 44 Sekunden. Get the people out! Okay!
Are you guys all right? You need to get to safety. Hurry! Go! Quickly! Na, Hercules, übernimmst du dich? Ah, dann wird schon nichts passieren. Schließlich Hercules. Schlückchen Tee. Ja, und wie es in den meisten Filmen so ist, Rauchschwaden, das Gebäude ist kaputt, hat der Held es geschafft. Überlebt er. Und wie im Film aus dem Rauch heraus nochmal die letzten Staubkörner von den starken Schultern nochmal runtergebracht. Da ist der Hercules. You scared us! It's nothing. That's what these are for. Ja, kann Goofy auch. Oh wow, very nice. Full marks. No organization! You're Zigbar! All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a Heart of Light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. So, jetzt pass mir ein bisschen auf. Oh, but I did, though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Der Xigbar. Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und freue mich schon auf das nächste Let's Play von Kingdom Hearts 3 mit euch. Bis dahin, euer Gamer Tim Drake. What reward?